Ich komme aus einem satten Land. Für mich waren Wasser und Grün immer selbstverständlich. Bis ich erlebe, wie Menschen dafür kämpfen müssen. It is hotter and drier. Wasser ist für manche Völker eine Schicksalsfrage. In Chinas Kampf gegen die Wüste ist Herr Ma, ein Frontoffizier, Kommandant einer Truppe von Wüstenbändigern. Herr Ma gibt vor, was zu tun ist. Noch verliert sich seine Truppe in der Weite, aber sie wird die Wüste stoppen. Mit Strom. Jeder Spatenhieb formt eine Kralle, die den Sand hält und die Wanderung der Dünen stoppt. Wenn die es nicht richtig machen, müssen sie nochmal anfangen. Ich will die Quadrate perfekt, einmal ein Meter groß. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich habe es selber viele Jahre gemacht. Die Wüste ist erbarmungslos. Wenn wir sie nicht stoppen, wächst hier kein Gras. Seit wir die Schachbretter machen, kommt es zurück. Wir können hier weiterleben. Das haben wir geschafft. Wüsten drängen voran, erreichen schon das Umland von Beijing. Mit Wasser wird es an vielen Orten rund um die Erde kritisch. Alle 3 Jahre erobern Wüsten ein Gebiet so groß wie Deutschland hinzu. China hat nur ein 1/12 des Süßwassers der Erde für ein 1/5 der Menschheit. Die Wasservorräte schwinden, die Bevölkerung wächst. Die Trends nehmen China in die Zange. 3000 Jahre nach dem Bau der großen Mauer braucht China einen neuen Schutz gegen die elementarste Bedrohung: Verdursten. Wieder setzt China auf seine Arbeiter und Bauern. Schiere Masse von Menschen, die zupacken. Menschen wie Frau Li. Wasser ist so wertvoll in unserer Gegend. Das Land ist ausgetrocknet. Kein Wasser im Boden und kein Regen. Wenn wir den Sand unter Kontrolle bekommen, dann dürfen wir wieder Brunnen bohren und unsere Äcker bewässern. Unser Dorf hat einen Schatz, eine Quelle über das ganze Jahr. Deshalb heißt es Changliu Shui, immerwährendes Wasser. Ich verstehe, was Frau Li antreibt, aber es ist mir unbegreiflich, wie man hier arbeiten kann, ohne im Angesicht der Aufgabe zu verzweifeln. Und trotzdem machen sie weiter, Tag für Tag, und schauen vor allem auf die Erfolge. Sie mussten ihr Dorf nicht aufgeben. Im Hof von Frau Li ist der Flugsand beherrschbar geworden. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Frau Li lädt mich zum Tee ein. Ich spreche kein Wort Chinesisch, aber irgendwie verstehe ich Frau Li trotzdem. Sonst hilft dezent unsere Dolmetscherin. Wie sorgfältig sie die Kräuter ins Glas gezählt hat. So wertvoll alles. Frau Li ist eine liebenswerte Gastgeberin. Wie war das, als Sie hier angekommen sind? Ich bin hergezogen, weil ich geheiratet habe. Der Sand war das Schlimmste. Jeden Tag eine neue dicke Schicht im Hof. Der Wind hat das Haus geschüttelt. Das machte furchtbare Geräusche.
Aber dann waren sie stärker. Sie haben die Wüste bezwungen. Es ist viel besser geworden. Wir bekommen mehr Wasser. Es gibt sogar eine Leitung ins Dorf. Ja, hier ist die Wüste unter Kontrolle. That's impressive. Nicht weit vom Dorf wächst der Stolz von Frau Lee und Herrn Ma. Ihr Abschnitt der grünen Mauer. Im Windschutz der Strohkrallen hatten Baumsetzlinge zum ersten Mal eine Chance. Sie werden die grüne chinesische Mauer bilden, tausende Kilometer lang. Da wartet noch viel Arbeit. Ein Land begraben unter Plastik. Stundenlang rolle ich durch Trostlosigkeit. Ich weiß, das ist so, damit wir jederzeit jedes Gemüse billig bekommen. Ich greife ja selber gern zu. Aber so hässlich hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe ja immer nur die schöne Seite gesehen. Und für schönen Schein tun sie hier viel. Die Godoys betreiben die größte Paprikaplantage Spaniens, also Europas. Das Plastikdach fängt für sie die Sonne ein, hält den staubtrockenen Wind draußen und hat die Godoys reich gemacht. Stolz zählt Felipe Godoy auf, wie seine Früchte in Farbe, Form, Geschmack und Vitamingehalt alle EU-Normen übererfüllen. Sein Erfolgsmodell ist die rote California. Für das Saatgut zahlt er jedes Jahr 600.000 Euro an den Weltkonzern Syngenta und macht trotzdem noch heftigen Gewinn. Betonung auf noch, denn der Region Almería bricht das Wasser weg. Para su perfecta germinación y que tenga su tolerancia, cierto miedo, bastante miedo, a que algún. Wir haben große Angst, dass es eines Tages kein Wasser mehr gibt oder dass die Kosten doppelt und dreimal so hoch sein werden wie jetzt, wenn wir mehr Wasser entsalzen müssen. Die Zukunft Ihrer Familie hängt vom Wasser ab? Meiner Familie und 80% der Familien, die direkt oder indirekt von der Landwirtschaft leben. In jeder Frucht steckt Wasser aus Spaniens trockener Erde. Das regensatte Deutschland importiert in rauen Mengen Wasser aus Regionen, die mit Dürre kämpfen. 85 Liter pro Kilo Paprika, 140 Liter in jeder Tasse Kaffee, 15.000 in einem Kilo Rindfleisch. Rechnen wir Textilien mit, verbraucht allein Deutschland jedes Jahr 80.000 Milliarden Liter fremdes Wasser. Sie spielen Garten Eden in einer Wüste. Nirgendwo sonst auf der Welt wird aus einem Kubikmeter Wasser so viel Profit gezogen wie hier. Aber jetzt drückt Salzwasser in den leer gepumpten Boden. Almería stößt an seine Grenzen. Delhi überwältigt mich jedes Mal. Nicht nur wegen des Lärms, der Gerüche und der Menschenmassen, die haben andere Megastädte auch. Es sind oft die stillen, intensiven Szenen, die mich faszinieren. Gesten, die zeigen, wie kostbar das scheinbar Selbstverständliche ist. Ein Stück Weisheit, das wir gut gebrauchen können, wenn es so weitergeht und immer mehr von uns die Schätze der Erde teilen müssen. Aber natürlich ist Indien auch der alltägliche Wahnsinn. Auf so etwas sind meine Instinkte nicht trainiert. Als ich merke, dass das der falsche Zug ist, gibt's keinen Weg zurück. Ich habe im Mahlstrom den Kontakt zum Boden schon verloren. Und der Griff nach der Stange sucht nur nach irgendeinem Halt. Indiens Großstadtmenschen sind gestellt. In ihrem Leben
ist nie was garantiert. Wasser schon gar nicht. Hier schweißen sie simple Tanks zusammen, die für halb Delhi die städtische sogenannte Wasserversorgung ersetzen. Damit lässt sich gut Geld verdienen. Der Stahlbaubetrieb von Shailendra Pathak ist legal. Die Käufer seiner Tanker sind es oft nicht. Delhis Wassermafia pumpt sich die Taschen voll mit Wasser aus verdreckten Flüssen und aus illegalen Bohrlöchern. Immer tiefer gehen die. Der Grundwasserspiegel unter Delhi sackt weg. Allein in Delhi leben 7 der 800 Millionen Menschen weltweit, für die das von der UN beschlossene Recht auf Wasser ein Hohn ist. In der Statistik gelten sie hier als gut versorgt. Es kommt ja fast jeden Tag ein Tanker in ihr Viertel. Süd-Delhi ist kein Elendsquartier. Hier leben Lehrer, Beamte, Angestellte. Für ihre Familien ist der Kampf um Wasser alltäglich. Ich freue mich in Indien über die alten Riten, die mir einfach so auf der Straße begegnen. Diesmal lerne ich dazu, dass tiefer Respekt für Wasser mehr sein muss als ein Ritual. In die Zeremonie am Yamuna-Fluss, Delhis Hauptwasserader, geraten wir zufällig bei der Suche nach Bildern von Verschmutzung. Mit Opfergaben und der heiligen Asche aus dem Tempel wird die Natur schon fertig werden. Die Verbrechen am Fluss passieren anderswo, mit Kloaken und Industrieabwässern. Wasser ist an sich unzerstörbar, aber wir hinterlassen unseren Kindern furchtbar viel davon vergiftet. Der Sohn des Priesters lernt in der Schule, was für ein giftiger Fluss der Yamuna geworden ist. Mit solcher Erkenntnis hat auch bei uns in Deutschland Umweltpolitik begonnen. Das ist noch gar nicht so lang her. Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind auch im heißesten Sommer nicht im Rhein schwimmen durfte. Indiens Aufstieg zur Handels- und Industriemacht war so rasant. Im Boomrausch fiel der Aufbau einer anständigen Infrastruktur hinten runter. Das verrottete Leitungsnetz, die ungeklärten Abwässer überall im Boden und in den Flüssen sind lebensgefährlich. Ich weiß, für mich haben die Berichte und Kampagnen für das Menschenrecht auf Wasser einen Namen und ein Gesicht. Hier hatte ich Chaya zum ersten Mal gesehen. Fast verhungert und völlig entkräftet. Wir hatten für sie und ihre Mutter einen Platz und Hilfe gefunden. In einem Mütterzentrum in der nächsten Stadt. Da ist Chaya wieder auf die Beine gekommen. Kräftig genug, um mit den anderen Kindern im Dorf zu spielen. Und ist dann an den Lebensumständen hier doch noch zugrunde gegangen. Mir fehlt jedes Verständnis für eine Regierung und eine Gesellschaft, die so etwas zulässt und sich in der ganzen Welt für ihr enormes Wirtschaftswachstum feiern lässt. Indien stürmt weiter voran. Für die Baustelle ist Wasser da. Solange sie hier schuften, können sie im Überfluss baden. Aber wenn Küchen und Badezimmer installiert sind und die Türschlösser eingebaut, wird ständig fließendes Wasser wieder ein exklusives Recht sein für die auf der anderen Seite.
Down Under ist Traumziel für Reisende aus Europa geworden. Der von uns am weitesten entfernte Punkt der Erde, und trotzdem kann man sich dort wie zu Hause fühlen. Moderner Lifestyle in einer Natur, die sich gegen die Zumutung von Millionen Städten wehrt, mit Dürren und Feuersbrünsten. Dem heißen Kontinent fehlt vor allem Trinkwasser. Das ist der Job von Milind Kumar. Ein Ingenieur aus Indien, Fachmann für Meerwasserentsalzung, die teuerste Hilfe gegen die Dürre, vielleicht bald die einzige. Ozeane als Trinkwasserquelle, das wäre das Ende dieser Sorge. 2050 werden 2/3 der Menschheit an den Küsten von Ozeanen leben. Aber diese Anlagen fressen enorme Mengen Energie, also Ressourcen, also Geld. Wasser aus dieser Maschine ist endlich mal so teuer, wie es wertvoll ist. Zusammengezogen reicht das Wasser der Erde, sämtliche Ozeane, Flüsse und Gletscher, nur für einen kleinen Ball im Weltraum. Das Größenverhältnis wirkt übertrieben, aber es ist korrekt. Die kleine Kugel enthält Pazifik und Atlantik, Wolken und Grundwasser, alles Wasser, was wir haben. Nur 3% davon sind Süßwasser, so besonders wie ein Diamant. Da darf Geld keine Rolle spielen. Australien steht unter enormem Zeitdruck. Man kann eine Millionenstadt nicht mit Flaschenwasser am Leben erhalten. Wir hatten noch Reserven für 3 Monate in ganz Südaustralien. Aber selbst wenn wir das Trinkwasser angeschafft hätten, niemand hätte mehr das Vertrauen gehabt, hier zu investieren. Die Industrie hätte Australien den Rücken gekehrt. Das kann keine Gesellschaft überstehen. Ich habe nicht gleich auf den ersten Blick gemerkt, wie ernst Milind Kumar diese Sache ist. Er wäre beinahe an Indiens schmutzigem Wasser gestorben und begann schon als Kind, alles zu lesen, was er darüber finden konnte. In Australien, in allen Industriestaaten, halten wir Wasser für selbstverständlich. Aber denken Sie an die Milliarden, die kein sauberes Trinkwasser bekommen. Dann sehen Sie, es ist eben nicht selbstverständlich. Die Dürre hier zwingt uns, nicht nur auf den Preis des Wassers zu schauen, sondern auf seinen Wert. Seinen Wert für alles, was lebt, für den Planeten, für die kommenden Generationen. Australien kann der Pionier werden. Sonnenstrom hat auch einmal unerschwinglich teuer begonnen. Hier muss niemand den Wert von Wasser erklären. In Hibas Familie dreht sich das ganze Leben darum. Ich habe Hibas Vater auf der Straße abgepasst. Es ist gut, dass Abu Nahar weiß, dass wir kommen und wer wir sind. Sonst wäre er jetzt nervös. Für ihn ist jede Fahrt zur Quelle ein Katz-und-Maus-Spiel mit den israelischen Grenztruppen, die im Westjordanland das Sagen haben. Ich bin Abu Nahar willkommen, aber aus dem Ton seiner Antworten schlägt mir die aufgestaute Wut über seine unwürdige Lage entgegen. Sie kontrollieren das Wasser. Sie kontrollieren das Land. Unser ganzes Tal. Auch die Bäume und die Tiere. Wenn sie uns an einer unerlaubten Quelle erwischen, konfiszieren sie alles. Ziegen, Esel, Kamele, Pferde, Kühe. Dann müssen wir Strafe zahlen, um sie zurückzubekommen. Wie Lösegeld für Geiseln. 2000 Schekel oder 10.000, was ihnen gerade einfällt. Wovon sollen wir das zahlen?
Sie wollen uns kein Wasser geben, nicht einmal verkaufen. Sie wollen, dass wir überhaupt kein Wasser haben. Wir sollen verschwinden. Der Nomade Abu Nahar ist mit seiner Familie nur geduldet auf dem Land von Fazayel, dem nahen Palästinenserdorf. Land ist hier fast wertlos ohne Wasser und wo er das herbekommt, muss Abu Nahar selber sehen. Israels Militär hat seinen Gemüsegarten schon mehrfach platt gemacht, damit er weiterzieht, irgendwohin. Der alte Kaktus ist stehen geblieben, wie Abu Nahar. Jedes Mal hat er das Datum eingeritzt und neu wieder angefangen. Und alles kaputt? Oh Gott. Und Sie haben immer wieder angefangen? Israel kann ohne Wasser aus dem Jordan nicht existieren. Beim See Genezareth pumpt es fast die Hälfte des Flusses in seine Städte. Das ist nur der Anfang. Im besetzten Westjordanland liegt unter Sand und Fels das einzige Grundwasser der Region. Konflikte im Heiligen Land, in Syrien und Irak, der Marsch der Terrormilizen entlang Euphrat und Tigris, das sind alles auch Kämpfe um Wasser. Da unten waren die Äcker von Ali Ebayars Sippe. Kein Vergleich mit der israelischen Dattelplantage, aber sie gehörten ihnen. Seit fast 50 Jahren, seit Israel das Jordanufer besetzte, geht der Kampf ums Wasser schleichend immer weiter. Und unter dem Strich sind Palästinenser immer die Verlierer. Ali Ebayar ist der Dorfälteste, ein völlig wertloses Amt, solange Israel das Wasser kontrolliert. Das kleine Rohr da unten soll für unser ganzes Dorf reichen. Ohne Wasser kann doch niemand leben. Als wir noch Wasser hatten, haben wir Landwirtschaft gemacht. Aber jetzt haben wir nicht mal mehr genug zu trinken. Über seinem Dorf liegt eine seltsame Feiertagsstimmung, mitten in der Woche. Die Männer sind weg, bei der Arbeit. Die meisten bei Israelis. Ali Ebayar ergreift die Gelegenheit, seine Klage Richtung Europa zu rufen. Er will nichts davon hören, dass Israels Siedler die Wüste zum Blühen brachten, dass Palästinenser dort heute Jobs finden. Wir waren lange vorher hier. Da war von denen noch keiner da. Wir haben auf diesem Land die ersten Bäume gepflanzt. Erst dann kamen die Juden. Sie haben es uns weggenommen und ihre Siedlungen und Plantagen gebaut. Auf unser Land. Die zwei Rohbauten am Ende des Dorfes will Ali mir unbedingt zeigen. Gebaut mit dem zusammengekratzten Geld der Sippen. Hier sollen die Söhne ihre eigene Familie gründen können. Daraus wird nichts werden. Hier, das schicken uns die Israelis. Sie werden mit Soldaten kommen und beide Häuser zerstören. Was geschieht, wenn Kinder von klein auf erleben, dass ihre Eltern um jeden Teil ihrer Existenz kämpfen müssen, selbst um Wasser? Deshalb wollte Ali nicht mit uns hierher kommen. Dabei ist das die traditionelle Quelle seines Dorfes. Siedler feiern Israels Unabhängigkeitstag. Wir wollen wissen, ob das Wasser nicht für alle reicht. Wir glauben an Gott. Er gibt allen Wasser. Ganz, wie heißt das? Ganz genauso viel, wie jeder braucht. So wie ich Wasser bekomme, können es auch die Palästinenser haben. So einfach ist das, wenn der rechte Glaube sich mit dem Recht des Stärkeren paart. Die Nomaden des Westjordanlands sollen über die Grenze nach Jordanien ziehen. Aber dort will man sie auch nicht. Wasser ist ein mächtiger Hebel im Ringen um die Vormacht im Heiligen Land.
Abends, als wir uns verabschieden, steuert Ali Abayar den alten Traktor wieder auf die Schleichwege Richtung Quelle. Die Siedler werden weg sein, so Gott will. Inshallah. Der gelbe Drache hat Beijing wieder im Griff. Gelber Drache, so heißen Sandstürme, mit denen die Wüste immer öfter zeigt, wie nah sie der Hauptstadt schon ist. Ich schmecke bei diesen Bildern den Sand zwischen den Zähnen. Und dabei zeigen sie noch nicht mal, wie ernst die Lage ist. Pro Einwohner gibt es in Beijing weniger Wasser als in Regionen des Nahen Ostens. Das war lange Zeit ein Thema, über das die Partei nicht öffentlich diskutierte. Aber es lässt sich nicht länger unter der Decke halten. Selbst Wasserexperten der Regierung ringen sich dazu durch, Klartext zu sprechen. Wir treffen uns im Lieblingsteehaus von Jiang Wenlai, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die Bevölkerung und die Industrie von Peking wachsen so rasant, dass die Wasserreserven enorm unter Druck kommen. Außerdem hat sich das Klima verändert. Es regnet immer seltener. Das sind die beiden Entwicklungen, die uns in die Zange nehmen. Ich will es Ihnen mit dieser Tasse deutlich machen. Nehmen wir an, dass Peking so viel Grundwasser braucht, um auf Dauer überleben zu können. Tatsächlich haben wir nur noch so viel. Nach offiziellen Schätzungen wird Beijings Grundwasser in 20 Jahren aufgebraucht sein. Die Partei hat darauf eine Antwort im Geiste des großen Vorsitzenden Mao gefunden. Die Süd-Nord-Umleitung. Suez- und Panama-Kanal, Assuan und Dreischluchtendamm, alles verblasst gegen diesen künstlichen Fluss. Herr Shen hat von Anfang an mitgeplant. Einen beispiellosen Eingriff in die Natur. A huge, massive project. Millions of Chinese mega projects. Millions of cubic meters of water and water from the town. This is our biggest difference. Das Bemerkenswerte an diesem Projekt ist eine schiere Größe. Wir mussten ein Bett für einen neuen künstlichen Fluss schaffen, der mehr als 700 natürliche Flüsse kreuzt. Wir haben ihn hochgelegt. Das war extrem schwierig und erforderte enormen Aufwand. Das war die größte Herausforderung. Das Projekt begann vor über 50 Jahren mit einer spontanen Idee von Mao Zedong. Den Süden anzapfen, wo über 80% von Chinas Wasser liegt, und es nordwärts leiten, wo die Industrie und die Menschenmassen danach dürsten. Inzwischen ist es fast fertig. Wir haben das mit der Kraft und der Macht von China geschafft. Die technischen Fortschritte und die Grundlagenarbeit, die wir jetzt seit 50, 60 Jahren betreiben, waren eine gute Basis. Zur Wahrheit gehört auch, dass Maos alte Vision ohne neumodische Umweltstudien auskam und dass der Kanal schon jetzt nicht mehr genügend Wasser ins weiter wachsende Beijing schafft. Der Bauer Lap Sing in Indiens Punjab hat eigene Sorgen mit Wasser. Bewässerung war eine Säule der grünen Revolution, die Lap Sing reich und Indien zum Selbstversorger machte. Der grünen Revolution verdanken wir alle unsere Nahrungsmittel. Die ganze indische Landwirtschaft. Ohne grüne Revolution, wie könnten wir uns da ernähren? Wir hätten nichts zu essen, nicht mal Viehfutter, gar nichts. Die zweite Säule der grünen Revolution war Gift, Pflanzenschutz. Damit wurden grausige Fehler gemacht, besonders in Indien. Aber der Ertrag ist enorm gewachsen. Und Lap Sings Blumenkohl hat jetzt Chancen auf dem Markt.
Die große Erfolgsgeschichte ist in ihrem letzten Kapitel. Sie haben 50 Jahre lang Wasser aus dem Untergrund gepumpt, als gäbe es kein Morgen. Die Grundwasserspiegel fallen jetzt ins Bodenlose. Die Regierung stellt schon den Strom ab und legt damit die Pumpen lahm, aber nicht Lapsing. Der Elektrik möchte ich nicht nahe kommen, aber sie funktioniert. Lapsings Traktor wird Stromquelle. Ich kenne es nicht, aber ganz bestimmt gibt es ein indisches Wort für Bauernschleue. Das Wassersparprogramm läuft jedenfalls ins Leere. Das sieht vielleicht lustig aus, aber es ist schlimm. So kann es nicht weitergehen. Jetzt wäre Einsicht wertvoll, aber das ist eine noch knappere Ressource als Wasser. Dabei merken Sie alle, wie die Erträge langsam zurückgehen. Die wachsende Menschheit braucht eine neue grüne Revolution. Dringend. Die erste ist ausgepowert. Lapsing kann den Rückgang der Erträge mit Händen greifen, aber solange er lebt, will er weitermachen wie bisher. So kann auch ein Sturkopf ein Gesicht des Hungers werden. Von Europa aus führt der schnellste Weg in Chinas Hightech-Metropole über die alte Kronkolonie Hongkong. Hier ist das Genforschungsinstitut BGI, Hotspot einer unfassbar jungen Elite. Sie bauen das Fundament der nächsten grünen Revolution. Die erste war ein Produkt der Industriegesellschaft, die nächste wird ein Kind des Informationszeitalters. Ihre Basis ist die Durchdringung genetischer Codes aller Pflanzen und Tiere. Als Dr. Zhangs Team in der alten Schuhfabrik Labors einrichtete und wie über Nacht enorme Datenmengen lieferte, spotteten Kollegen in Europa und USA über Masse statt Klasse. Inzwischen lacht keiner mehr über ihn und sein Team. Ich bin überzeugt, BGI kann eine Menge dazu beitragen, unsere Welt zu ernähren. Wir werden bald durch sein mit den Gencodes aller wichtigen Getreidesorten. Mais, Reis, Weizen, Sojabohnen und so weiter. Mir ist dieser Betrieb nicht ganz geheuer. Ich weiß, Sie forschen auch nach Genen, die menschliche Intelligenz ausmachen. Für mich weht da mehr als nur ein Hauch von Frankenstein durchs Labor. Aber Pflanzenforschung steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht dürfen wir uns nicht den Weg zu neuen Sorten versperren, die mehr Ertrag bringen, weniger Gifte brauchen und weniger Wasser. Angeblich manipuliert BGI keine Gene von Nahrungsmitteln für Menschen. Dabei muss die Versuchung groß sein, in einem Land, in dem das Wasser für klassische Reisterrassen ausgeht. Als Wissenschaftler in China habe ich ständig die Pflicht im Kopf, für Nahrung zu sorgen. Und warum machen Sie es dann nicht mit traditioneller Züchtung? Chinesen haben das seit Jahrtausenden gemacht. Dazu haben wir nicht die Zeit. Wir brauchen die neue Technologie, die den Prozess dramatisch beschleunigt. Aber auch in China stößt die Wissenschaft an Grenzen. BGI wagt es nicht, genmanipulierten Reis zu entwickeln. Es gibt zu viel Widerstand in der Öffentlichkeit. Und ich hatte gedacht, China sei ein Land, wenn da die Regierung sagt, ihr esst jetzt Genreis, dann essen die Leute halt Genreis. Nein, nein, niemand. Kein Minister kann es riskieren, so etwas zu sagen. Er oder sie wäre sofort in Riesenschwierigkeiten. Nein, nein, niemand. Niemand hat so viel Macht oder Autorität. Es fällt mir schwer, ihm das zu glauben. Chinas allmächtige Partei muss nichts so sehr fürchten wie eine neue Hungersnot. Sobald Genreis erlaubt wird, steht BGI am Start mit Vorsprung.
Die Eroberung Kaliforniens jenseits der großen amerikanischen Wüste ist Gründungsmythos der Allmacht USA. Ein Triumph des Willens über die Unmöglichkeit. Vielleicht auch ein Triumph des Willens über den Verstand. Auf einer Erdbebenspalte in einer Trockenwüste hätte niemals eine Metropole gebaut werden dürfen. Aber Los Angeles steht. Und kann nur überleben, indem es sich das Wasser der anderen unter den Nagel reißt. So war es von Anfang an. Ken Ambrose fliegt Helikopter zum Spaß. Sonst steuert er Forschungsflugzeuge der NASA. Er sorgt sich um seine Nachbarn, die kleinen Farmer, wenn der große Verteilungskampf jetzt schärfer wird. Es ist nicht Habgier, eher Existenzangst. Die Großfarmer im Süden haben darauf gewettet, dass hier oben immer Wasser für sie übrig bleibt. Aber jetzt, nach 3 Jahren Dürre, haben sie Pech. Das ist vorbei. Wie kann das sein? Die Farmer hatten doch immer großen politischen Einfluss. Verlieren die wirklich ihr Wasser jetzt an Großfarmen und Städte im Süden? Sehen Sie, wie dünn besiedelt es da unten ist. Die Wählermassen sind im Süden. Die politische Macht auch. Im Central Valley, dem Wüstental hinter Kaliforniens Küstenbergen, liegen die fruchtbarsten Ackerböden der USA. Alles, was fehlte, war Wasser. Gewaltige Systeme aus Staubecken und Kanälen haben es immer herbeigeschafft. Die sind aber nicht ausgelegt für jahrelange Dürren. Als ich zuletzt hier war, lag dieser Punkt noch tief unter Wasser. Städte, Industrie und Großbauern zerren an den letzten Reserven. Erst jetzt wird einem wieder bewusst, dass einige der profitabelsten Plantagen der Erde einer Wüste abgetrotzt sind. Ray Hernandez steuert seinen Truck über den Verladehof seiner Mandelplantage, einer der größten Betriebe der Welt. Ray muss in diesem Jahr ein paar harte Entscheidungen treffen. Hey. Eine davon gibt dem Baumausreißer einen weiteren Job für seine Monstermaschine. Mit Ray Hernandez betreibt Jason Jasper die weite Plantage in dritter Generation. Es könnte die letzte sein. Das Wasser, das sie brauchen, fließt vorbei Richtung Los Angeles. Sie haben Wassersorgen? Was ist das denn? Tonnen von Wasser. Das ist genau der Punkt. Ist das eine politische Dürre, wie man sagt, von Menschen gemacht, oder ist es eine echte Dürre? Ich dachte, der Herrgott macht die Dürren. Da haben Sie schon recht, es gibt Wasser. Es ist halt eine Frage, wem es die Regierung zuteilt. Und wer gewinnt da? Eine Frage der Prioritäten, und da sind die Farmer weit unten. Und wer ist oben? Die Städte, die haben es prima hingekriegt, immer als Erster dran zu kommen. Wie haben die das hingekriegt? Sie haben Wasserrechte gekauft. Weil sie das Geld dazu haben. Genau. Ohne Wasser sind die Plantagen nutzlos. Sie ziehen nur Ungeziefer an und so erlebt der Betrieb von Alan Thompson einen nie dagewesenen Boom. Es gibt ganze Plantagen zu schreddern. Kalifornische Bäume trugen 90% der Mandeln der Welt. Hochprofitable Landwirtschaft, ohne Wasser, bankrott.
Ist es wirklich nötig, diese Bäume zu vernichten? Kann man sie nicht stehen lassen? Wenn Sie 10 Plantagen haben und nur noch Wasser für 6, dann müssen Sie entscheiden, welche. Für Sie ist das ein gutes Geschäft. Kurzfristig. Langfristig vernichten wir unsere Existenz. Es tut weh, das zu sehen, und ich bin nur ein Besucher. Für Ray geht es um alles, um sein Lebenswerk. Der Baum ist tot. Hier, das wäre eine feine Mandel geworden, aber da ist nichts mehr drin. So sieht es auf der ganzen Länge von Kalifornien aus. Wir bekommen von der Wasserbehörde gar nichts mehr. Wie lange halten Sie das aus, bevor Sie pleite sind? Wenn die Dürre noch mal ein Jahr dauert, wird immer mehr so aussehen. 2 Jahre, dann steht hier kein Baum mehr. Zum kalifornischen Traum gehörte von Anfang an die atemberaubend erfolgreiche Landwirtschaft. Klar, die Welt kann auch ohne Mandeln auskommen. Aber wie die fruchtbaren Bäume sekundenschnell zu Kleinholz wurden, das hat mich erschreckt. Nichts ist selbstverständlich, die Plantagen nicht, die Traumstadt in der Wüste am Pazifik nicht. Ohne Wasser kann nichts sein. Es wird höchste Zeit, den Schatz, der unsere Erde zum blauen Planeten macht, als unschätzbar wertvolle Ressource zu begreifen, bevor es zu spät ist. Frau Lee schafft das nicht alleine. Aber wir leben in einer Epoche neuer Ideen. Wir sind zum Mond geflogen und schon lange nicht mehr blind dafür, wie wertvoll unsere Erde ist. Wir werden doch wohl noch für unser Wasser sorgen können.